einer Weile und habe das beispielsweise auch für meine Habilitation gemacht an der FU Berlin, mit der Frage, wie quasi in öffentlichen Diskursen, die ja nun ganz stark medial gestaltet werden, Experten sichtbar werden und wie sich das möglicherweise auch im Rahmen des Prozesses, den wir als Mediatisierung bezeichnen, verändert hat. Sich mit Experten zu beschäftigen, ist vielleicht jetzt nicht super innovativ. Gerade in den letzten Jahren haben wir alle gesehen, dass das Verhältnis von Medien und Experten natürlich sehr, sehr sichtbar geworden ist durch die Corona-Pandemie. Wir haben erlebt, wie eine ganze Reihe von Expertinnen und Experten in den einzelnen Ländern, das sind jetzt hier mal deutsche Beispiele, in weniger Wochen quasi zu medialen Popstars wurde. Herr Drosten ist ein sehr, sehr prominenter Virologe in Deutschland, auch der Herr Streeck, ein anderer Virologe, oder der Herr Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts in Deutschland, waren halt wahnsinnig medial sichtbar innerhalb kurzer Zeit und in vielen anderen Staaten, oder ich würde mal fast behaupten, in fast allen anderen Staaten war das Gleiche. Ich muss zugeben, ich kenne die Expertinnen und Experten, die da in Österreich prominent waren, tatsächlich gerade nicht, aber da lasse ich mich nachher gerne noch informieren. Genau, in diesem Kontext der Pandemie waren diese Experten omnipräsent in der journalistischen Berichterstattung, als auch natürlich in Online- und sozialen Medien. Und sie haben ganz wesentlich dazu beigetragen gegenüber der Politik, aber eben auch gegenüber der breiteren Öffentlichkeit. Den Begriff benutzen wir ja hin und wieder mal ganz nonchalant, ohne tatsächlich darüber nachzudenken, was heißt das eigentlich. Aber in diesem großen medialen Rahmen hatten sie im Prinzip die Aufgabe, Virus und Krankheit zu erklären, wie der Pandemieverlauf möglicherweise läuft. Da wurde ja auch dann eben eine sehr große Prognoseerwartung entgegengebracht. Und sie haben auch bei der Krisenpolitik, die Krisenpolitik versucht zu bewerten und versucht zu sagen, was da möglicherweise Auswirkungen und auch potenzielle gesellschaftliche Auswirkungen sein könnten. Corona war sehr sichtbar, aber das ist natürlich auch in anderen Krisendiskursen durchaus so, dass Experten da eine ganz zentrale Rolle spielen. In den vergangenen Jahren haben wir das vor allem ja in der Klimadebatte sehr stark erlebt, wo jetzt beispielsweise auch soziale Bewegungen wie Fridays for Future laut proklamieren, Unite Behind the Science, also stellt euch hinter die Experten. Und selbst jenseits dieser gesellschaftlichen Krisen wird in der medialen oder wird die mediale Repräsentanz von Expertinnen ja ganz oft demokratietheoretisch als sehr wichtig eingeordnet und sowohl politisch als auch gesellschaftlich eingefordert. So wird in der Regel angenommen, dass Expertinnen bei der Vermittlung von meistens ja wissenschaftlichem Wissen über Medien eine zentrale Rolle spielen, dass sie das deshalb tun sollten, weil sie besondere Glaubwürdigkeit genießen und dass sie einen ganz starken Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung und auf die Akzeptanz politischer Entscheidungen haben können und sollten. Also auch da ja eine starke politische Folge auf diese Einbindung von Expertinnen. Ich habe Ihnen hier mal ein Zitat von Adolf und Stehr eingefügt, die argumentieren, dass es bei dieser Wahrnehmung von Experten oder Wahrnehmbarkeit von Experten eine ganz starke Interdependenz auch mit der Entwicklung der wissensbasierten Gesellschaft und der medialen Entwicklungen, die wir gerade oder die wir seit vielen Jahren erleben, gibt. Und die Frage, die sich da stellt, ist natürlich, wenn Expertinnen so wichtige Akteure in der Wissensvermittlung sind, was bedeutet denn diese Beziehung von Medien und Experten und auch, wie verändert sich das im Rahmen des Medienwandels, den wir in der Regel unter diesem Begriff der Mediatisierung verhandeln? Das ist auch deshalb wichtig, weil tatsächlich in der sozialwissenschaftlichen Forschung noch keine so richtig guten Antworten darauf gegeben werden, beziehungsweise die Aufmerksamkeit dafür tatsächlich aus meiner Perspektive noch nicht ausreicht und das Ganze noch nicht ausreichend bearbeitet wurde wissenschaftlich. Das heißt, wir wissen tatsächlich wenig über die mediale Repräsentation von Expertinnen, und zwar gar nicht so, weil es so wenig Forschung gibt, aber vor allem, weil diese bestehende Forschung, die wir haben, wenig systematisch ist, weil sie in disziplinären Silos erfolgt und auch weil vor allem viel empirische kleine Studien vorliegen, aber diese theoretisch konzeptionelle Beiträge zum Verhältnis von Experten und Medien eher unterentwickelt sind. Wenn wir uns das mal anschauen, den Forschungsstand, dann sehen wir, dass diese wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Expertinnen in ganz verschiedenen sozialwissenschaftlichen Feldern stattfindet. Wenn Sie einen Hintergrund im Bereich politische Soziologie oder STS vielleicht haben, dann haben Sie sich möglicherweise an der einen oder anderen Stelle schon mit
Experten und ihrer Rolle in öffentlichen Diskursen auseinandergesetzt. Das ist Forschung, die sehr stark demokratietheoretisch geprägt ist, auch oft einen starken normativen Impetus hat. Und wenn man das thematisch mal ein bisschen anschaut, dann besteht der Fokus hier vor allem auf der Rolle von Expertinnen in der Politikberatung. Also Politikberatung ist dann ein sehr zentraler Fokus der Forschung. Und zentrale Fragen werden hier beispielsweise an die Legitimität von Expertise gestellt. Was wir aber in diesem ganzen, vor allem soziologisch und SDS geprägten Diskurs nicht so sehr finden, ist tatsächlich die Frage, was denn, welche Rolle denn mediale Expertenkommunikation dabei spielt. Das finden wir ein bisschen stärker in der Kommunikation zur Medienwissenschaft oder auch in Information Studies. Das sind dann oft vor allem empirische Studien, die beispielsweise sich die mediale Repräsentation von Expertinnen anschauen. Es sind aber ganz oft, wenn wir uns das im Überblick ansehen, einzelfallbezogene, spezifische mediale Diskurse, die da untersucht werden, beispielsweise im Bereich Klima-, Gesundheits- und Krisenkommunikationsforschung. Aber meistens wird das nicht systematisch kontextualisiert oder eingeordnet, beziehungsweise vergleichende Studien fehlen hier auch an ganz vielen Stellen. Und was wir dann auch noch finden, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt die neueren Entwicklungen, wo ja viel mit Computational Studies dann auch beispielsweise in der Kommunikationswissenschaft oder in Information Studies gearbeitet wird, sehen, dann sehen wir, dass da mit Expertennetzwerke analysiert werden, dass Kommunikationsmuster analysiert werden, dass bestimmte Bewertungssysteme auch erforscht werden. Aber wenn wir uns das tatsächlich in der Gesamtheit anschauen, dann fehlt einfach ein größerer Rahmen, der diese ganzen kleinen Puzzleteile gut zusammenfädelt und zusammenbringt und der tatsächlich auch hilft, uns zu verstehen, wie diese Entwicklungen, die wir unter Mediatierung fassen, da gehe ich gleich nochmal ein bisschen dezidierter darauf ein, und die im Prinzip gesellschaftliche Kommunikation ja ganz grundlegend verändern, wie das im Prinzip auf die Präsenz von Expertinnen wirkt und wie das im Prinzip dadurch diese Präsenz katalysiert und verändert wird. Das heißt, was ich heute gern versuchen möchte oder auch in den letzten Jahren versucht habe, ist da tatsächlich mal so einen Rahmen aufzuspannen und im Prinzip das, was wir an Forschung haben, einzuordnen. Das heißt, ich werde auf drei Punkte so ein bisschen eingehen. Konzeptionell gehe ich erstmal so ein bisschen auf die vor allem konzeptionellen Perspektiven von Expertinnen, vor allem im soziologischen und SDS-Bereich ein. Also was haben wir da an Perspektiven auf das Konzept des Experten? Ich gehe dann auch nochmal kurz auf den Bereich Medien und Mediatisierung aus und werde dann versuchen, beide Themen zusammenzubringen und also zu fragen, wie sich diese Mediatisierung auf die Wahrnehmbarkeit von Expertinnen auswirkt. Und dann kommt ein ganz kurzes Fazit und Ausblick und dann freue ich mich sehr auf Ihre Perspektiven, Ihre Fragen und die Diskussion. Wenn wir also im Prinzip grundsätzlich mal im Prinzip uns anschauen, was Expertinnen und Experten sind, dann haben wir, wie ich ja gerade schon gesagt hatte, eine recht fragmentierte Forschungslage und entsprechend wird auch der Expertinnenbegriff durchaus sehr unterschiedlich verwendet, manchmal auch sehr unspezifisch verwendet oder gar nicht so richtig weiter definiert. Und wenn man aber im Prinzip sich die Forschung im Bereich politische Soziologie und STS mal anschaut, auf die ich jetzt für diesen Rahmen mal erstmal zurückgreifen möchte, dann sieht man im Wesentlichen vor allem vier Perspektiven, die ich hier unterscheiden würde, die, wie ich finde, ganz gut geeignet sind, um im Prinzip die Forschung ein bisschen zu klassifizieren und gleichzeitig diesen Rahmen aufzuspannen. Also ich würde da einerseits die funktionale, die attributions-, die epistemische und die normative Perspektive unterscheiden. Die funktionale Perspektive finden wir beispielsweise teilweise auch in der Wissenschaftskommunikationsforschung, aber auch in breiteren Bereichen der politischen Soziologie beispielsweise. Die bezieht sich darauf, dass Expertinnen eine ganz spezifische Funktion in öffentlichen und politischen Diskursen zugeschrieben wird. Das heißt, ihre Funktion liegt in der Beratung. Expertinnen informieren also nicht nur, sondern sie geben ihre wissensbasierten Einschätzungen zu spezifischen gesellschaftlichen oder auch politisch relevanten Problemen ab. Und im Falle von wissenschaftlichen Expertinnen geht es also darum, und das stellt Hans-Peter Peters recht deutlich dar in dem Text, den ich hier zitiert habe, dass diese ihre Expertise zur Erklärung und Lösung von Problemen in nichtwissenschaftlichen Kontexten einbringen. Das ist also die Funktion, die Experten in der Regel zugeschrieben wird.
Eine zweite Perspektive, die ich dann unterscheide, ist die Attributionsperspektive. Die verweist darauf, dass Expertentum zugeschrieben wird. Das heißt, gerade im Kontext der Politikberatung sieht man sehr deutlich, dass der Einfluss auf politische und öffentliche Diskurse dann für Expertinnen gemöglicht oder gewährt wird, wenn sie gehört werden. Das heißt, erst wenn sie ausgewählt werden, wenn sie bestimmte Gremien berufen werden, wenn sie also durch Dritte sozusagen als Expertinnen attribuiert oder Expertenstatus ihnen attribuiert wird, dann können sie auch, und das hat Jezanov hier ja auch gesagt, im Prinzip überhaupt sich in politische Diskurse einbringen. Das heißt, die Auswahl für Beratungsprozesse entscheidet ganz wesentlich über ihre politische Inklusion oder Exklusion. Die dritte Perspektive ist die epistemische Perspektive. Die verweist darauf, dass Expertinnen über ganz spezifisches Wissen verfügen und sich damit klar von Nicht-Experten abgrenzen. Das ist beispielsweise was, was Collins und Evans oder auch Merton ja schon sehr früh sehr ausführlich bearbeitet und klargestellt haben. Sie gehen davon aus, dass es spezifisches Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen sind, die als ganz klares Distinktionsmerkmal dienen. Und in der Literatur werden dabei zwar durchaus unterschiedliche Expertisetypen unterschieden. Denken Sie an Nguyen und seine Studien mit den Sheep-Farmern, die dann im Prinzip auch als Laien sozusagen oder beziehungsweise als Praktiker Expertenstatus zugeschrieben kriegen. Das heißt, es gibt da durchaus unterschiedliche Herangehensweisen, aber grundsätzlich ist es schon so, dass im Prinzip Wissen als zentrales Distinktionsmerkmal angesehen wird und Wissenschaftlerinnen haben dabei eine ganz besondere kognitive Autorität. Die vierte Perspektive, die ich hier unterscheiden würde, die sich in der Literatur immer wieder zeigt, ist eine, die ich jetzt als normative Perspektive bezeichnet habe. Die verweist darauf, dass wissenschaftliche Experten notwendigerweise neutral und objektiv in ihren Äußerungen sind. Sie haben sicherlich alle Pielke mal gelesen, der ja da vom Honest Broker spricht, also einer idealtypischen Expertenrolle, die verschiedene Handlungswege aufweist, aber nicht eigene Meinung oder Interesse einbringt. Das gilt ganz oft ja als moralischer Imperativ. Und viele, also das ist jetzt natürlich erstmal eine Trennung, die im Prinzip der Systematisierung dient. Vieles ist da natürlich auch verschnitten, aber für diesen Rahmen, den ich hier aufspannen möchte, finde ich, ist es erstmal hoffentlich hilfreich, das so zu unterscheiden. Das heißt, wenn wir zurückkommen zur eingangs gestellten Frage nach den Auswirkungen von Medien und Mediatisierung auf die Wahrnehmbarkeit von Expertinnen, dann ist die Frage, wie unterscheidet sich das in diesen unterschiedlichen Perspektiven? Bevor ich darauf eingehe, würde ich aber gerne auch nochmal ganz kurz zu Medien und Mediatisierung ein bisschen ausführen. Das sind ja ganz, ganz wesentliche Konzepte, mit denen wir oft umgehen, aber oft ist es auch tatsächlich nicht so ganz klar, was damit eigentlich bezeichnet ist. Wenn wir uns so die Diskurse rund um Experten und Medien anschauen, dann beziehen sie sich in der Regel sehr oft auf ein institutionelles Verständnis, bei dem journalistische Darstellung von Expertinnen oder die Expertenauswahl von Journalistinnen für die Berichterstattung im Vordergrund steht. Und das ist eine Fokussierung, die ist mehr oder weniger historisch begründet und sie geht durchaus einher mit der Vorstellung, dass journalistische Massenmedien im Prinzip die Öffentlichkeit bilden in der vordigitalen Zeit und dass die einen ganz starken Einfluss auf die öffentliche Meinung bilden oder haben. In der Kommunikationswissenschaft ist es schon so, dass man, wenn man sich Studien zur Medienwirkung anschaut, dass man da durchaus sehr unterschiedlich im Zeitverlauf Perspektiven auf diesen Einfluss hat. Es ist aber tatsächlich unstrittig, dass journalistische Medien mit dem Aufkommen digitaler Medien und den Veränderungen gesellschaftlicher Kommunikation an Relevanz eingebüßt haben. Diese medialen Veränderungen, die auch zu diesem Bedeutungsverlust von Journalismus führen, die werden in der Regel mit dem Begriff der Mediatisierung beschrieben. Es gibt auch durchaus unterschiedliche Begrifflichkeiten. Teilweise wird auch von Medialisierung gesprochen, aber ich würde jetzt hier Mediatisierung favorisieren, auch weil es international gängiger ist. Und dieser Begriff, der Mediatisierungsbegriff, der hat in der Forschung tatsächlich sich in den letzten 25 Jahren eigentlich ganz gut etabliert, als im Prinzip die Beschreibung eines sehr, sehr grundlegenden oder eines sehr grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungsprozesses, der, und das jetzt zitiere ich Krotz, als kulturell abhängig, technologisch bezogen, sozial eingebettet, aber auch ungleichzeitig sowie nicht linear und nicht kausal verstanden wird.
Das heißt, Mediatisierung beschreibt einerseits die zunehmende Durchdringung technologisch basierter Medien in der Gesellschaft und andererseits aber auch den Einfluss, den diese Medien auf verschiedene soziale Bereiche haben. Es gibt also eine ganz starke Interdependenz. Mediatisierung ist durchaus kein neues Phänomen, sondern es ist ein historischer Prozess. Das heißt, auch schon die Entwicklung der Presse seit dem 17. Jahrhundert war durchaus ist durchaus als Phase der Mediatisierung zu verstehen. Das Ganze hat sich aber vor allem durch die Digitalisierung ganz dramatisch beschleunigt und intensiviert, sodass beispielsweise Hepp und Hasebrink von einer Deep Mediatization sprechen, um im Prinzip diese Tragweite und die fundamentale Auswirkungen dieses Prozesses, auch gesellschaftliche Prozesse sozusagen zu beschreiben. Wenn wir uns im Prinzip diesen Umgang mit Medien mal exemplarisch anschauen, dann lässt sich das sehr gut am medialen Nachrichtenkonsum verdeutlichen. Das ist hier mal, sind hier mal Grafiken aus dem Reuters News Report des Reuters Instituts in Oxford. Das ist jetzt der Band von 21, das wird jährlich erhoben. Man sieht aber tatsächlich auch im Längsschnitt sehr gute Tendenzen. In der Ausgabe für 21 waren 46 Länder erfasst. Und es wird gezeigt oder es wird erhoben, wie Nachrichten global konsumiert werden und damit auch, welche Medienportfolios sich im Zuge der Mediatisierung international entwickelt haben. Wie gesagt, Fokus auf Nachrichtennutzung, aber trotzdem finde ich, ist das sehr anschaulich und zeigt ganz gut, wie im Prinzip auch Medienwandel tatsächlich auch in dem Bereich sich auswirkt. Und das so zeigt sich, und da gibt es natürlich leichte Abweichungen in den einzelnen Ländern, aber so übergreifend kann man schon ganz gut zeigen und auch im Längsschnitt zeigen, dass Nachrichten insgesamt zunehmend immer deutlicher und stärker über soziale Medien rezipiert werden und dass das natürlich bei unter 35-Jährigen besonders ausgeprägt ist. Und je nach Plattform spielen journalistische Nachrichten, also hier sind die bezeichnet als Mainstream News, eine unterschiedliche Rolle. Das zeigt sich ganz gut in der linken Grafik. Und da zeigt sich auch, dass nur ein Viertel der Befragten Nachrichten direkt rezipiert, also über die Online-Angebote journalistischer Medien, was im Prinzip auch nochmal diesen Bedeutungsverlust journalistischer Medien, finde ich, ganz gut verdeutlicht. Und interessant ist auch, dass, und das ist eher die rechte Grafik, dass Personen, also Prominente oder Influencer, einen ganz starken Einfluss auf Nachrichtenvermittlung haben zu scheinen. Nach der Rolle von den Experten wurde jetzt hier nicht dezidiert gefragt, aber gleichwohl kann man annehmen, dass auch da im Prinzip eine sehr starke Personalisierung, Entschuldigung, stattfindet. Das heißt, wenn wir also diesen medialen Kommunikations- und Diskursraum im Kontext der Mediatisierung beschreiben, in dem Expertinnen wahrgenommen werden können, dann kennzeichnet sich der einerseits durch Diversifikation und Fragmentierung. Das heißt, es bestehen zahlreiche mediale Angebote nebeneinander, die von ganz unterschiedlichen Akteuren auf unterschiedlichste Weise bespielt und genutzt werden. Also wir finden natürlich nach wie vor klassische journalistische Angebote auf diversen Kanälen. Wir finden aber genauso strategische Kommunikation und User-Generated Content. Wir sehen, dass traditionelle Kommunikatoren, insbesondere der Journalismus, klar an Bedeutung verlieren und daneben aber die Digitalisierung Partizipation von Usern deutlich ermöglicht und erleichtert. Also Sie alle kennen Wikipedia, Sie alle kennen Reddit oder natürlich nutzen auch alle soziale Medien, die ja da die besten Beispiele für sind. Wir sehen, dass die Kommunikation zwischen Medien ein hohes Maß an Konnektivität aufweist. Also symbolisch dafür kann man Links oder das Teilen von Content auf Social Media natürlich sehr gut anführen. Was aber damit dann passiert, ist, dass das natürlich aus seinem ursprünglichen Kontext gelöst wird, also dekontextualisiert wird. Christoph Neuberger hat hier auch mal von dem Kollaps der Kontexte gesprochen. Das finde ich sehr, sehr passend an dieser Stelle. Und durch diese Konnektivität gibt es durchaus auch zeitlich und räumlich ganz neue Dimensionen. Man kann also auch international sich vernetzen oder sich auf vergangene Kommunikation beziehen und die dann tatsächlich wieder aktualisieren. Und auch wenn wir von Fragmentierung sprechen, zeigt sich natürlich, und ich meine, die Debatten gibt es ja immer wieder, dass es da doch durchaus Konzentrationstendenzen gibt. Insbesondere die Plattformen spielen hier eine ganz zentrale Rolle, die mediale Kommunikationsräume, die dominieren und die durch technische Entwicklungen wie Algorithmen, wir sprechen jetzt ja stark im Rahmen von ChatGPT über KI und solche Dinge, die damit ganz stark Einfluss auf gesellschaftliche Kommunikation nehmen.
Das heißt, wenn wir jetzt diese beiden Dinge haben, also im Prinzip diese Systematisierung des Expertenkonzepts und die Mediatisierung, ist die Frage, wie lassen sich im Prinzip durch die Entwicklungen, die im Prinzip die Mediatisierung hat, was bedeutet das für quasi unsere Wahrnehmbarkeit von Expertinnen in der öffentlichen Kommunikation? Und ich gehe hier wieder tatsächlich mit diesen vier Perspektiven im Prinzip vor oder würde die im Prinzip fortführen und dann tatsächlich jeweils auf Basis von empirischen Studien im Prinzip zeigen, wie da möglicherweise Veränderungen stattfinden und welche Auswirkungen Mediatisierung hat. Nur zwei ganz kurze Vorbemerkungen. Ich würde mich vor allem auf wissenschaftliche Expertinnen fokussieren, also da tatsächlich einen Fokus auf diese Gruppe von Expertinnen legen. Und ich gehe nicht explizit jetzt auf Krisenmodi ein, sondern würde tatsächlich vor allem auf den Normalmodus öffentlicher Kommunikation rekurrieren. Und es geht mir vor allem auch nicht um normative Bewertung, sondern es geht mir tatsächlich jetzt erstmal nur um eine Analyse und eine Deskription dessen, was wir da möglicherweise beobachten können. Das heißt, wenn wir diese vier Ebenen, die wir unterschieden haben, wieder nehmen, dann gibt es tatsächlich vier Fragen, die sich da stellen. Nämlich einerseits, wie werden Expertinnen medial sichtbar? Wie erfolgt die Zuschreibung von Expertenstatus in Medien und medialen Kontexten? Wie wird Expertise medial bewertet und legitimiert? Und was und wie kommunizieren Expertinnen auf der normativen Perspektive? In der funktionalen Perspektive hatten wir gesagt, die Funktion von Experten ist im Wesentlichen zu beraten. Und die Frage ist natürlich, wie im Prinzip diese Funktion in diesen medialen Kontexten wahrgenommen wird und was da tatsächlich wahrnehmbar ist. Und das lässt sich vor allem erstmal mit einer quantitativen Perspektive, lässt sich da erstmal zeigen, dass diese Kommunikation von Expertinnen in der Öffentlichkeit vor allem mit einer deutlich gestiegenen Sichtbarkeit anzugeht. Das heißt, Kontextfaktoren sind hier vor allem eine allgemeine Zunahme von Medienkommunikation, auch eine allgemeine Zunahme von medialer Kommunikation über wissenschaftliche Inhalte. Und da lässt sich ganz klar zeigen, dass es eine ganz, ganz, einen ganz klaren Anstieg von medialer Sichtbarkeit von Experten leider aber eine Unterbrechung. Das ist uns auch im Vorgespräch schon passiert. Sie kommt hoffentlich gleich wieder zurück. Also bitte nicht weggehen. Vielleicht ist das auch eine Stelle, wo ich noch erwähnen kann, dass wir noch zwei andere tolle Vorträge haben. Und die nächste ist am 26. Mai bei Anders Innemann, wo ich persönlich besonders mich freue, dass er kommt. Er ist auch ein Visualisierer wie ich und hat unwahrscheinlich viele tolle Sachen gemacht mit Museen und im medizinischen Bereich, im astronomischen Bereich, und ich hoffe, viele von Ihnen besser im Vortrag dort wiederzusehen. Das wäre Freitag, der 26. Mai. Für die, die es noch nicht gesehen haben, Sarah hat da einen Link auch geschickt im Chat, wo man sich die nächsten Vorträge anschauen kann und sich auch registrieren kann. Okay, aber hier kommt sie wieder. Entschuldigung, das war nicht geplant. Ich bin wieder da und teile wieder meine Präsentation und mache einfach weiter. Aber das war vielleicht zum Verdauen gar nicht schlecht. Wir können alle mal drüber nachdenken, was ich erzählt habe. Okay. So. Genau, also wir hatten gesagt, die mediale Präsenz nimmt zu. Wir waren hier, genau.
Und wir können das, also im Prinzip haben wir diese ältere dänische Studie, wir können das aber auch quasi in mehreren Studien, beispielsweise hier bei Summ und Volpers, ziemlich gut sehen, dass im Prinzip Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler medial sehr stark präsent sind, oft in einer sehr beratenden Rolle. Und dass das auch durchaus themenübergreifend so ist. Also nicht nur quasi im Bereich des Wissenschaftsjournalismus, sondern auch in vielen anderen journalistischen Ressorts sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zunehmend sichtbar und werden auch zunehmend quasi in die Berichterstattung eingezogen. Wenn wir also von einer Zunahme von Expertinnen in den Medien ausgehen können, dann trotzdem ein kleines bisschen schauen, okay, quantitativ ist das jetzt nicht alles, aber wie kann man sich das im Prinzip im Detail anschauen? Wir müssen das also ein kleines bisschen vielleicht nochmal kritisch hinterleuchten und können sagen, dass mit der Diversifizierung und Fragmentierung öffentlicher Kontext, Kommunikation im Kontext der Mediatisierung natürlich sich auch zeigen lässt, dass es durchaus sehr gravierende Unterschiede im Mediennutzungsverhalten gibt. Und das ist für wissenschaftliche Themen für verschiedene Länder gut beschrieben in sogenannten Segmentationsstudien. Das ist jetzt hier mal ein Beispiel aus der Schweiz, aus einer Schweizer Studie, die von Mike Schäfer und Kollegen, das ist hier Frau Koch, die da mitgewirkt hat, durchgeführt werden oder durchgeführt wurden. Und die zeigen, dass im Prinzip die wissenschaftsbezogene Mediennutzung sich in ganz verschiedene Segmente aufteilt und dadurch auch sehr unterschiedliche Medienportfolios von wissenschaftsaffinen und nicht wissenschaftsinteressierten Nutzern sich auch klar unterscheiden lassen. Und wir können dann natürlich auch annehmen, dass sich das für die Wahrnehmung von Expertinnen im sozialen Kontext, also im sozialen Medienkontext oder auch online, noch mal stärker auswirkt. Das ist allerdings hier erstmal eine These und es gibt hier jetzt noch keine empirischen Daten, soweit ich weiß, die das sich auch im Detail wirklich mal anschauen würden. Ich gehe weiter mit den Perspektiven. Wir sind bei der Attributionsperspektive. Wir hatten ja gesagt, Expertenstatus wird zugeschrieben und das ist natürlich auch im Kontext der Mediatisierung weiterhin so. Da sind es aber dann vor allem natürlich Mediatoren, also nach wie vor Journalisten, die im Prinzip Expertenstatus zuschreiben. Und wenn wir uns da Studien dazu angucken, dann zeigen wir, dass im Prinzip es hier eine ganze Reihe von Regeln der Expertenauswahl bei Journalistinnen und Journalisten gibt und das ist auch tatsächlich gut empirisch bearbeitet. Und wir sehen, dass das eine sehr breite Spanne hat von tatsächlich wissenschaftlicher Reputation über die bereits bestehende mediale Popularität, das war ja gerade bei Covid sehr sichtbar, bis hin zu Opportunitäts- und pragmatischen Kriterien, also im Prinzip, wer ist gerade zeitlich verfügbar und welcher O-Ton passt am besten, variiert. Also hier ist durchaus auch ein klarer Einfluss dessen auf die mediale Sichtbarkeit. Was vielleicht noch ein bisschen spannender ist, das ist jetzt nicht so ganz neu, ist aber tatsächlich, dass natürlich durch die Partizipationsmöglichkeiten digitaler Kommunikation wesentlich dazu beigetragen wird, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich selbst medial als Expertin präsentieren können. Wir hatten also gesagt, vorher, im Prinzip zumindest in der vordigitalen Zeit, gab es vor allem eine Fremdattribution und jetzt ist natürlich die Möglichkeit zur Selbstattribution und zur Präsentation deutlich stärker und wir sehen ja auch, dass gerade so im Rahmen der Diskurse rund um Wissenschaftskommunikation und Public Engagement, das auch als zunehmend wichtig erachtet wird und wir sehen auch in verschiedenen Studien, beispielsweise von Marcinkowski und Kollegen oder auch von Bessley in den USA, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich zunehmend auf sozialen Medien präsentieren und hier auch im Prinzip die Demonstration wissenschaftlicher Expertise ganz klar als Ziel im Prinzip angeben. Und wir sehen auch, dass im Prinzip da durchaus Unterschiede in den Disziplinen sind, aber auch hier sehen wir durchaus einen klaren Anstieg und im Prinzip, wie gesagt, neue Experten, die dann auftreten. Und das können einerseits natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein, die vielleicht vorher nicht so medial präsent waren. Das können aber natürlich auch im Prinzip Akteure sein, die so in Grauzonen im wissenschaftlichen Bereich, also gerade in Thinktanks oder in NGOs arbeiten und die natürlich jetzt auch durch die Partizipationsmöglichkeiten sich öffentlich einbringen können. Und das heißt, da ist tatsächlich die Abgrenzung, also gerade auch der epistemischen Perspektive, auf die ich gerade komme, wer ist wirklich wissend und wer nicht, durchaus schwierig oder wer bringt strategische Interessen ein und wer nicht. In der Zusammenschau, wenn man sich diese Attributionsperspektive anschaut, dann zeigt das vor allem, dass die Regeln der medialen Attribution von Expertenstatus also weitgehend intransparent sind und teilweise auch willkürlich und vor allem auch für uns als Publikum kaum nachvollziehbar. Und es gibt vor diesem Hintergrund auch eine Reihe von Studien,
Die versuchen, echte Expertinnen beispielsweise über Sprachmuster in der Linguistik oder über die Einbindung in Netzwerke zu identifizieren. Ich habe mir das nicht im Detail angeschaut. Die Frage ist aber tatsächlich, wie fundiert das tatsächlich ist, weil man für die Operationalisierung natürlich immer mit eher sehr simplistischen Expertenkonzepten herangehen muss. Und was natürlich dann auch ein Nebeneffekt ist, den hat beispielsweise Hall ganz hübsch beschrieben, finde ich, in dem sogenannten Kardashian-Index. Der hat mal korreliert, wie sichtbar Wissenschaftlerinnen auf sozialen Medien sind und wie ihr wissenschaftlicher Impact ist und hat dann im Prinzip die sehr sichtbaren ohne Impact als Kardashians bezeichnet. Das so als kleine Randnotiz. In der epistemischen Perspektive hatten wir gesagt, dass Expertise, also die Frage ist, wie Expertise bewertet wird. Und im Prinzip im Kontext der Mediatisierung ist dann natürlich auch die Frage, wie Expertise medial bewertet wird. Und wir können da durchaus sehen, dass bereits die Auswahl von Expertinnen auch Folgen für die Bewertung und Legitimation von Expertise haben kann. Und besonders deutlich macht das beispielsweise die Forschung zum sogenannten False Balance Effekt. Das kennen Sie vielleicht. Das ist nicht ganz neu, 20 Jahre alt, unter anderem Boykoff und Boykoff, die da im Prinzip beobachtet haben und analysiert haben, dass gerade im Kontext des US-amerikanischen Klimadiskurses Verzerrungen in der Berichterstattung dadurch entstehen, dass Journalisten im Sinne ihrer grundlegenden journalistischen Normen ausgewogen zu berichten, eben nicht nur Klimawissenschaftler befragt haben, die im Prinzip den wissenschaftlichen Konsens wiedergeben, sondern auch durchaus Akteure, die klimaskeptische Positionen vorgetragen haben, die dann im Prinzip implizit als ebenso legitim wie die wissenschaftliche Mehrheitsmeinung bewertet wurden. Und es gibt da durchaus aktuelle Studien, die zeigen, dass dieser Effekt im digitalen Kontext sogar noch verstärkt werden könnte. Und das Problem ist dabei natürlich, dass es nicht mehr nur allein die journalistische Auswahl ist, sondern der Einfluss von auch beispielsweise strategischer Kommunikation, sogenannten Counter-Science-Strategien, die hier durchaus auch zu einem Bias in der medialen Wahrnehmbarkeit von Experten führen können. Wenn wir uns die Forschung weiter anschauen, dann sehen wir noch eine ganze Reihe von inhaltlichen und kontextuellen Faktoren in der medialen Expertenkommunikation, die Einfluss auf die Bewertung haben. Und ganz offensichtlich ist beispielsweise, dass Mediatorinnen wie Journalisten oder auch Influencer Expertise direkt bewerten können. Wir haben aber auch Studien, die zeigen, oder die im Prinzip analysieren, wie auf sozialen Medien die Wirkung von bestimmten Cues evoziert wird. Und da zeigt sich beispielsweise beim sogenannten Nesty-Effekt der Einfluss von negativen Kommentaren auf die Bewertung von Medienbeiträgen. Oder wir sehen auch, dass Kommentierungen beispielsweise einen stärkeren Effekt zu haben scheinen, wenn die Kommentierenden sich selbst als Experten deklarieren. Da kommen wir also wieder zu der Frage der Selbstattribution. Letzte Perspektive, hatte ich ja gesagt, die normative Perspektive. Wir hatten gesagt, dass Experten und Expertinnen, also im Prinzip vor allem Objektivität und Neutralität zugeschrieben wird. Das ist also im Prinzip, dass da eine normative Annahme gibt, dass die im Prinzip ohne eigene Interessen in Diskurse hineingehen. Und die Frage ist natürlich, wie sich das auch in diesen sich verändernden medialen Diskursen widerspiegeln lässt. Mögliche Einflüsse lassen sich hier also vor allem hinsichtlich des Inhalts der Expertenkommunikation erfassen. Und wir sehen da durchaus unterschiedliche Einflüsse, die Mediatisierung haben kann. Einerseits hatten wir ja gesagt, dass Experten nicht nur zunehmend sichtbar werden, sondern auch in ganz vielen verschiedenen Themenfeldern. Das bedeutet auch, dass sie zu Themen möglicherweise konsultiert werden, zu denen sie entweder keine fachliche Kompetenz haben oder sogar zu Fragen, die sich vielleicht wissenschaftlich gar nicht beantworten lassen. Und das ist ein Problem, das ja auch aus der Politikberatung bekannt ist und das sich aber natürlich jetzt im medialen Kontext umso mehr stellt. Und wir haben auch einzelne Studien, die darauf verweisen, dass Wissenschaftlerinnen möglicherweise dazu tendieren könnten, mediale Logiken zu adaptieren. Es gibt beispielsweise die Studie von Post und Ramirez, die Klimawissenschaftler befragt hat, die anscheinend dann doch durchaus dazu tendieren, ihre Ergebnisse möglicherweise zu übertreiben, um mediale Aufmerksamkeit zu erhalten. Und dann zudem, und das lässt sich ja, ließ sich jetzt auch während Corona sehr gut beobachten,
eine zunehmende Vermischung von Rollen, also Wissenschaftlerinnen, die sich politisch äußern und einbringen, beziehungsweise wo auch gefordert wird, dass sie das tun. Und hier verschwinden oder verwischen natürlich die Grenzen sehr zwischen wissenschaftlicher Expertise und politischer Kommunikation, beziehungsweise es ist nicht mehr klar, wo diese Grenzen verlaufen. Und die Frage stellt sich hier natürlich umso drängender, inwiefern diese Kommunikation legitim ist. Aber das kann ich hier nicht beantworten oder werde ich hier nicht beantworten. Das ist sicherlich vielleicht auch ein Thema für die Diskussion. So, mit ein bisschen Verzögerung komme ich noch kurz zum Fazit und Ausblick. Ich wollte ja, wie gesagt, zeigen, dass die Mediatisierung im Prinzip Einfluss darauf hat, wie Expertinnen sichtbar werden und dass wir uns vor diesem Hintergrund natürlich auch mit dem Expertenkontext möglicherweise mal ganz grundlegend und neu auseinandersetzen müssen. Denn es zeigt sich, dass Expertinnen insgesamt sichtbarer werden, wenngleich natürlich Unterschiede, wir hatten die Segmentation angesprochen, innerhalb der Mediennutzung bestehen. Wir haben gezeigt, dass neben die Fremdattribution vor allem auch Formen der Selbstattribution treten und es sich damit verändern kann, wer als Experte sichtbar wird. Und wir haben auch gesehen, dass mediale Dynamiken Einfluss auf die Bewertung von Expertise einerseits und auf die mediale Selbstpositionierung von Expertinnen andererseits haben. Wenn wir also fragen, was daraus folgt und sich diese Dynamiken ansieht, dann würde ich sagen, dass es einerseits im Prinzip mehr Forschung oder mehr wissenschaftlichen Diskurs vielleicht sogar nur darüber braucht, wie im Prinzip diese Veränderungsprozesse eingeordnet werden können. Und es braucht aber zweitens auch eine Reflexion innerhalb der Praxis, gerade auch mit Blick auf die politisch massive Förderung von Wissenschaftskommunikation, wo man tatsächlich noch stärker über funktionale und dysfunktionale Effekte dieser medialen Wahrnehmbarkeit nachdenken sollte. Und vielleicht zwei Szenarien, die man so ganz bisschen in die Diskussion mit reinnehmen könnte. Denn einerseits die Frage, ist diese Selbstattribution, die jetzt ermöglicht wird, möglicherweise auch eine Chance, die zunehmenden medialen Partizipationsmöglichkeiten, die wir ja auch bei Bewegungen wie Scientists for Future oder dem March for Science sehen, die ja auch dazu direkt aufrufen, dass sich Wissenschaftler stärker in gesellschaftliche Diskurse einbringen sollen und da durchaus auch nicht nur als Wissenschaftler, sondern vielleicht sogar als Aktivisten. Also die Frage ist tatsächlich, für wen das die Chance ist, für den einzelnen Wissenschaftler, für wissenschaftliche Organisationen, für das Wissenschaftssystem insgesamt und vor allem auch unter welchen Bedingungen. Und die andere Perspektive ist natürlich durch die Entwicklungen möglicherweise eine Nivellierung von Expertise. Beispiel hier der deutsche Bundeskanzler, der im Prinzip ökonomische Modelle zur Energiekrise in Frage gestellt hat. Andere Beispiele, beispielsweise aus Großbritannien unter Johnson und so weiter, gibt es auch, die aber zeigen, dass im Prinzip diese Omnipräsenz von Expertinnen möglicherweise auch dazu führt und die willkürlichen Zuschreibungsmechanismen auch dazu führen, dass sie Glaubwürdigkeit und Deutungshoheit verlieren. Auch wenn das im Moment jetzt in demoskopischen Studien noch nicht so bestätigt ist, dass da irgendwie Vertrauensverluste auftauchen, ist natürlich trotzdem die Frage, wo das langfristig hinführt. So, und ich entschuldige mich für die technischen Probleme und bedanke mich sehr und würde jetzt meine Freigaben stoppen. Vielen, vielen Dank für den netten Vortrag. Das öffnet die Fragerunde. Wer möchte denn anfangen? Ich kann sehr gerne mal das Eis brechen. Mich hat es sehr interessiert, ganz am Anfang. Sie hatten die Frage aufgeworfen, was ist denn die breitere Öffentlichkeit? In dem Kontext, wie würde das beantwortet werden? Das ist tatsächlich, das ist eine Frage, die ich glaube ich so gar nicht beantworten kann. Aber wir haben tatsächlich in der Wissenschaftskommunikation, vor allem auch in der Praxis, ja über viele Jahre erlebt, dass im Prinzip versucht wurde, die breite Öffentlichkeit oder die Gesellschaft in der Breite zu erreichen und anzusprechen. Und man versucht jetzt zunehmend, gerade jetzt beispielsweise in der Hochschulkommunikation oder auch in der Kommunikation von konkreten Projekten zu sagen, nee, das ist ja eigentlich gerade in dieser zunehmend fragmentierten Medienwelt gar nicht möglich und sinnvoll. Und man muss tatsächlich, also gerade wenn man
strategisch Wissenschaftskommunikation macht, viel gezielter im Prinzip dezidiert Personen ansprechen und sich überlegen, okay, wer sind denn überhaupt meine Stakeholder? Also das war ja eher was, das aus diesem Wissenschaftskommunikationsdiskurs stammte. Genau. Und ansonsten ist es tatsächlich so, ich bin ja jetzt ziemlich durchgerutscht. Also wenn man sich mit diesem Mediatisierungskonzept noch nicht so auseinandergesetzt hat, dann ist man, glaube ich, erstmal noch ein bisschen überfordert davon. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir diese Fragmentierung von Öffentlichkeit ja sehr gut sehen. Also wir stellen uns Öffentlichkeit, glaube ich, immer noch sehr als diese Arena vor, mit der sie in den 90ern beispielsweise oder auch noch früher beschrieben wurde. Also Neidhartz hat hier beispielsweise, ein deutscher Soziologe, hat hier viel Vorarbeit geleistet und der hat mit Gerhards zusammen so ein Arenenmodell entwickelt, wo im Prinzip die Öffentlichkeit quasi wie so ein römisches Kolosseum sozusagen, im Prinzip in der Mitte ist die Arena, da sind die Sprecher und am Rand ist das Publikum und das sind im Prinzip die Massenmedien, die da unten, die da im Prinzip dann diese Sichtbarkeit ermöglichen. Und das haben wir jetzt gar nicht mehr, ne? Also wir haben jetzt tatsächlich fragmentierte Öffentlichkeiten, die sich thematisch finden, die auch wieder zerfallen, wenn im Prinzip nach bestimmten Themen bestimmte Themen jetzt nicht mehr verhandelt werden, die sich vernetzen, die sich verknüpfen. Und ich glaube, uns allen fehlt ganz oft so ein bisschen das Bewusstsein dafür und auch gerade in diesem Wissenschaftskommunikationsdiskurs fehlt oft das Bewusstsein dafür, dass wir in dieser Arena schon ganz lange nicht mehr sind, sondern dass tatsächlich aus unserer Perspektive oft noch so wahrnehmen, weil im Prinzip wir möglicherweise journalistische Medien noch sehr stark wahrnehmen, aber ganz große Teile der Bevölkerung sind da nicht mehr. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen der Start, dass man da tatsächlich erstmal das Verständnis möglicherweise nochmal abgleichen muss. Danke, das finde ich sehr, sehr hilfreich und sehr interessant. Yes, I ask in English, Beata. Du kannst natürlich auch Deutsch beantworten. Thank you so much for this really nice presentation and a really wonderful overview of exactly this question of expertise in the media. I really liked your breakdown of the different perspectives on expertise. And you have to, perhaps, if this is a stupid question because I misunderstand the German, I apologize. But I really liked these different perspectives and how you use them and pass them out. But it strikes me that some of them are essentially incommensurable. The attribution perspective where expertise is something that is performed or done through processes of legitimation. This is actually very different to the Collins and Evans epistemic perspective, where it is a characteristic or a quality of particular people. So my question is that right, do you think? Are some of these perspectives incommensurable or really different in their imagination of expertise? And is there then a problem for when we go to empirical situations or cases and draw on them? So I can just respond in English, Sarah. Maybe that's easier to discuss. You are right. So my proposition is just an analytical distinction. So, and I try to distinguish different perspectives that you find in literature, especially in STS or political sociology, and to have these four categories as analytic categories that I can use to explain and show how media or my mediatization impacts our perception of experts. And you are right that these perspectives are interlinked at different and heavily partly, so especially attribution, epistemic perspective, or also functional and attribution perspective are interlinked. But I just found it useful to have a sharp distinction to make it workable. That was my take on that. So, but yes, definitely, and especially empirical studies do not always refer just to one or the other, but always have connections. That's right. Yeah, thank you. I mean, actually, one reason that I find this, just the use of the distinction very helpful, is that it does indeed capture the literature that talks about expertise
and that often is a bit vague about which of these perspectives is being used. Oh, I think Beate disappeared again. Uh-oh. It was the question. So, if that happens, müssen wir vielleicht nochmal wie vorhin 2 Minuten warten. Ich hoffe, Sie bleiben so lange noch hier und haben ein bisschen mehr Zeit, Ihre Frage zu formulieren. In the meantime, while we wait, Thorsten, you already spoke about the next lecture. I can mention the one that is in June, on 23rd of June, with Professor Eilert Saram Sabari, who is a scholar who has worked in different areas of science communication. But I think what she will speak about is a recent publication that is looking at teaching and training in science communication to scientists and to professional communicators. And that I think is a very helpful discussion of what skills are important in doing science communication and how we can teach them to different communities. So this is also, I think, going to be a nice talk that I look forward to. So yeah, please keep your Friday lunchtime open. Here she's coming back. I'm really sorry. I don't know what's going on here. Sorry. Usually I have not such a bad connection. Sorry, Sarah. I think I missed your second part. But I think you had answered my question. So it was a perfect time to drop out. Okay, good. I won't move. Hopefully it works. Frau Aksionova? Ja, vielen Dank auch meinerseits. Ich weiß nicht, ob ich auf Deutsch oder auf Englisch besser stelle. Sarah, wie ist das für dich, die Frage? In any case, maybe I'll just switch into English. Thank you so much for the wonderful overview. I really enjoyed your presentation, and I found actually this differentiation very, very helpful, and at least in terms of, you know, thinking about the different approaches to look at expertise or expert knowledge. And to me, it was very interesting because I also work on expert knowledge, but in non-democratic environments and semi-democratic environments, and with a particular or on a particular group of experts, namely think tankers, especially in particular. And what I find from my empirical work and from my field work in this hybrid and non-democratic environments that is very much reflected also in democratic environments, this self-attribution of expertise through social media, and the visibility that it brings along, but simultaneously, the skepticism that sort of is rising because of this medialization through social media among the expert communities. Do you observe that in your research? Have you looked into that, or maybe you can recommend particular publications that have looked into the basically discourses of experts themselves, how they view the medialization and particularly through social media of this attributive self-attribution of expertise by particular actors? Thank you. Yeah, thank you. Very interesting point. I'm not entirely sure if I could give you certain research that I came across that really deals with these topics and issues. However, I know that especially, for instance, in Germany, there was a quite controversial discourse about science communication in general. So the question, how much science should really go out and enact to society, and whether scientists who are very very visible publicly, if they are really how this should pay to, or how this should how this can contribute to their reputation or not.
So this was quite a long discourse in Germany in the last like 20 or 30 years, and it's now changing. However, it's still the case that we see that public engagement and science communication does not really contribute to science, or is not counted as fostering reputation and on an academic side. So maybe this is something that connects a bit to that. But however, I think it's really interesting to see that we also during COVID had quite disputes among experts in the media, especially virologists fighting each other and blaming one and the other for not being scientific or for failures in their research and things. That was an interesting developments. Yeah. So, but interesting point. Thank you for that. Thank you. Danke. Gibt es denn noch andere Fragen? Ja, Entschuldigung. Ja, bitte, Frau Weisbach. Ja, vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag. Sehr viele Punkte habe ich dazugelernt. Was mir eingefallen ist in dem ganzen Kontext, ist eigentlich, ob diese Selbstattribution eigentlich ein Risiko darstellt, gerade in Zeiten von steigender Desinformation. Also wenn wir gerade auf Social Media Berichterstattung oder scheinbare Berichterstattung ansehen und dann vermeintliche Experten, die selber behaupten, sie sind welche, auf den Tag also erscheinen, auf den Plan treten. Wie ist das dann eigentlich? Ist das etwas, wo man sagt, das führt dann mehr zur Nivellierung von Expertise? Also dass man sagt, okay, jetzt gibt es überall Experten, die aus dem Boden schießen und manche sind mehr oder weniger wirklich so zu sehen. Oder ist es eigentlich so, dass quasi dieser... ja, also dass es doch diesen Effekt hat und die Selbstattribution dort funktioniert und das vielleicht noch verstärkt. War das klar? Ich glaube, das ist tatsächlich, ja, also nee, auch eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich jetzt tatsächlich auch nur bedingt auf Basis von irgendwelchen empirischen Daten oder wirklich Evidenz beantworten kann, sondern eher nur Vermutungen anstellen kann. Also wir sehen das jetzt beispielsweise auch gerade während des Ukraine-Kriegs, dass da beispielsweise auch, und das hatte zum Beispiel jetzt auch einen medialen Widerhall, also da gab es neulich einen längeren Bericht zu in den deutschen Tagesthemen, also der deutschen SIP, wo auch im Prinzip gezeigt wurde, dass gerade jetzt zur Ukraine-Krise ganz viele selbsternannte Experten auftreten, die Dinge verbreiten, die wissenschaftlich überhaupt nicht belegt sind und die da tatsächlich den Diskurs möglicherweise in eine sehr, sehr schwierige Richtung lenken. Das ist aber tatsächlich jetzt anekdotisch, also da habe ich jetzt keine Studien zu. Was ich mir aber vorstellen kann, jetzt von so einer Medienwirkungsperspektive, gibt es das Konzept der Issue-Fatigue oder der News-Fatigue, wo im Prinzip gezeigt wird, dass Leute dann tatsächlich nach einer gewissen Weile einfach abschalten, weil sie einfach im Prinzip von Themen so viel gelesen und gehört haben, dass sie einfach müde sind und das nicht mehr lesen wollen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn Leute sehr sichtbar sind, dass da möglicherweise oder immer mehr Experten an so einem bestimmten Thema sich positionieren, deren Glaubwürdigkeit oder deren Wahrnehmung und im Prinzip deren tatsächliche Wirkung im Diskurs sozusagen auch nachlässt. Aber das ist tatsächlich jetzt auch eine steile These, die ich nicht belegen kann. Danke. Frau Kmara? Hallo, ja, Schmara. Kann man mich gut hören? Ah ja, okay. Ja. Okay, gut, passt eh. Super. Ich kann leider die Kamera nicht anmachen, tut mir sehr leid. Aber vielen Dank für den schönen Talk. Ich fand es sehr interessant. Ich glaube, meine Frage ist so ein bisschen daran anschließend, zu dieser Attributionsperspektive. Ich habe dazu zwei Fragen. Ich weiß nicht, ob die sich gut ergänzen, aber wir können es ja mal versuchen. Einmal war die Frage, weil es hieß ja, okay, die Auswahl durch Dritte entscheidet über Inklusion oder auch Exklusion in politische Diskurse oder Diskussionen. Heißt das auch implizit, dass sich ExpertInnen ohne diese Einladung sozusagen sonst nicht politisch einbringen würden? Das ist so die eine Frage, weil ich nicht ganz verstanden habe. Also ob, vielleicht bin ich da aber auch voll in der falschen Richtung. Und die zweite Frage wäre so ein bisschen, okay, es ist ja irgendwie auch ein Paradox, weil man muss ja erst sichtbar sein als Experte, als Expertin, um überhaupt ausgewählt werden zu können. Weil wenn niemand von einem weiß, woher sollen, keine Ahnung, politische Instanzen dann wissen, dass man irgendwie da ist und dass man voll die wichtigen Sachen zu sagen hat. Vielleicht keine Frage, sondern eher eine Aussage, aber ja.
Ja, dann genau, also das ist vielleicht erkläre ich nochmal ganz kurz, also dieser Rahmen, den ich da vorher am Anfang aufgemacht habe, das ist tatsächlich im Prinzip der Versuch mal zu clustern, was sozusagen in der Literatur da ist zum Expertenkonzept. Also was sagen STS und politische Soziologie und wie beschreiben die, wer sozusagen Experte ist und wer Eingang in politische und öffentliche Diskurse findet. Im Prinzip ist das jetzt tatsächlich erstmal nur eine konzeptionelle Perspektive. Das ist noch keine Aussage darüber, wie es tatsächlich empirisch ist. Im Prinzip geht es jetzt auch tatsächlich nicht um normative Dinge oder sowas, sondern tatsächlich auf der Ebene ist jetzt erstmal, war jetzt erstmal der Befund sozusagen, dass wir in der Literatur relativ klar sehen, dass Literatur, die ganz viel zu Politikberatung beispielsweise verfasst wurde, also wo im Prinzip Experten vor allem immer in demokratietheoretischen Kontexten oder im Bereich Politikberatung und so weiter im Prinzip konzeptionalisiert sind. Und in dieser Perspektive wird in der Regel davon ausgegangen, dass im Prinzip Expertenstatus zugeschrieben wird durch Dritte. So. Und das ändert sich jetzt durch Mediatisierung, nämlich durch die Möglichkeit zu partizipieren und sich selbst einzubringen. Muss ich nicht mehr warten, bis mich irgendwie der Staatssekretär im Ministerium anruft oder der Journalist anruft oder wer auch immer, sondern ich kann einfach selbst jetzt, wenn ich gut bin und geschickt bin und mit sozialen Medien gut umgehen kann, kann ich einfach selbst jetzt irgendwie tatsächlich sehr, sehr sichtbar werden innerhalb kürzester Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie den deutschen Blogger Rezo kennen, der Mann mit den blauen Haaren, der viel so zu Klimawandel-Themen im Prinzip sichtbar war. Der hatte Millionen Follower in kürzester Zeit und hat im Prinzip als Influencer da sich einen ganz großen Namen gemacht und auch ganz wesentlich beispielsweise dazu beigetragen, über Klimawandelforschung zu sprechen. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel von jemandem, der über Selbstattribution da tatsächlich quasi mehr oder weniger in kürzester Zeit dann noch als Experte wahrgenommen wurde. Und klar muss man natürlich irgendwie einen gewissen, also wenn man fremd attribuiert wird, muss man natürlich irgendwie sichtbar sein, zumindest in der wissenschaftlichen Community. Aber das war ja im Prinzip quasi der, das ist ja die Perspektive sozusagen, bevor man oder ohne quasi diesen Mediatisierungsaspekt. Genau. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Weil wenn das nicht der Fall ist, würde ich mich auch, glaube ich, im Namen von allen recht, recht herzlich bei Ihnen bedanken für einen tollen Vortrag. Sehr stimulierende Gedanken, die uns dann auch in das Wochenende tragen wird. Und vielen Dank nochmal. Alles Gute nach Berlin. Und bis hoffentlich bald einmal. Das war's eigentlich. Sarah, Sophie, gibt es sonst noch was? Nein. Aber ich bedanke mich auch nochmal sehr herzlich, auch für die Fragen und die angeregte Diskussion. Und ich nehme das gerne mit und behalte es im Hinterkopf und habe tatsächlich auch nochmal zwei, drei Punkte gekriegt, über die ich selbst noch nicht so nachgedacht hatte. Also gerade die nicht-demokratischen Systeme, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Wiederschauen.